Herr Lindner, die Zahl 50 und auch die Zahl 35, die stehen im Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz hier im Deutschen Bundestag beschlossen und sind insofern nicht willkürlich. Und das zu Ihrer Behauptung, der Deutsche Bundestag wäre hier nicht beteiligt, meine Damen und Herren. Wir liegen auch insgesamt noch sehr gut bei der Anzahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner und auch ja bei der Anzahl der Toten auf 100.000 Einwohner. Was schlecht ist, und das gehört zur Wahrheit leider auch dazu, ist die Anzahl der Toten bei den Hochbetagten. Das ist eine Sache, wo wir uns als Gesellschaft fragen müssen, ob wir dort alles richtig gemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, das war jetzt sehr interessant. Jetzt sagt Herr Lindner, da muss die CDU sich fragen. Also ich finde es schon sehr, sehr interessant, wie Sie mit dieser Krise umgehen, wie Sie versuchen, parteipolitisch Kapital zu schlagen, wie Sie versuchen, Wahlkampf zu machen in der schwersten Krise, die diese Republik hat. Es ist erbärmlich, Herr Lindner. Und die Wählerinnen und Wähler zeigen es Ihnen auch bei den Umfragen, dass das nicht verfängt, was Sie hier veranstalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber eins ist auch richtig. Alle Länder, die besser durch die Pandemie gekommen sind als wir, haben zuerst einen radikalen Lockdown gehabt und haben zuerst die Zahlen nach unten geknüppelt, nach unten geprügelt. Und deswegen ist es auch richtig, was wir hier machen, dass wir sagen, bevor wir in differenzierte Maßnahmen einsteigen, müssen wir erst die Zahlen nach unten kriegen. Und das ist genau die Politik, die jetzt auch gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz entsprechend weitergeführt wird. Und diese Politik, die ist richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, wenn man über Freiheitsrechte redet. Und ich bleibe dabei, Herr Lindner, was ich hier vor einigen Wochen gesagt habe. Freiheit ist auch immer die Freiheit der Schwachen und nicht nur die Freiheit der Starken, liebe Kolleginnen und Kollegen.